Servus, sagt der Camper Tobi bei Uwe Gante in einer warmen, kuscheligen neuen Übergabehalle. Das schadet mal nicht, wenn man so einige Autos rausbringt wie ihr das ganze Jahr über. Und hier steht einer der Bestseller von Uwe Gante, und zwar seit Jahren. Das ist das 2022er Update Full Package Inside. Da habt ihr alles reingebaut, was man so kriegen kann für dieses Fahrzeug. Und da freue ich mich, das ist nämlich der Terry 37. Lieber Wieland, steht neben mir, heute nicht vor der Kamera. Aber falls ich was Falsches sage, Wieland, jetzt geht's schon los, dann kannst du mir mal einen Tritt geben hier. Hallo Tobi. Servus, grüß dich Gott, du bist Fachmann. Ich fahre das Fahrzeug selbst und bin seit 3 Jahren hellauf begeistert und ist von der Preis-Leistung ausstattungsmäßig ein ganz tolles Fahrzeug. Mit Sicherheit. Also ich bin ja seit 7 Jahren im Wohnmobil unterwegs, seit 5 Jahren mit YouTube, und es gibt kaum einen Stellplatz oder Campingplatz, wo ich hinkomme, wo kein Thierry, kein Schottilein oder kein 37er rumsteht. Ist so. Also das Fahrzeug hat sich bewährt über die Jahre. Es ist ja auch, das muss man gerne mal vorweg schicken, für die, die es nicht kennen, gebaut bei Rapido. Das wird eben für Uwe Gante hier abgestimmt, produziert, und ja, Bestseller sagt eigentlich alles. Und Bestseller meine ich jetzt nicht nur 2-3 Stück im Jahr. Ja? Also auch nicht 20-30 Stück im Jahr, sondern da ist schon ordentlich was los. Das Erste, was jetzt alle sagen werden, hey, die Felgen. Bohrbett, 2,55er Latschen drauf mit einer Verbreiterung. Die sind aber jetzt nicht Serie, oder? Die sind optional. Standard ist der Michelin Agilis, 17 Zoll. Und da haben wir auch eigentlich super Reifen drauf, aber halt hier optional für die Optik. Ja. Ganz tolles Paket von Borbet mit 18 Zoll. Das macht was her. Das braucht ihr, liebe Leute. Das ist klar, das verlangt bei uns der TÜV. In Amerika wäre mal ein bisschen kulanter, aber wäre auch für die Leute, die daneben sind, wenn du einen Lenkeinschlag hast oder so, dann kommt der Schmutz noch ein bisschen schneller hoch. Also das schadet nicht. Aber wie die Schuhe, ja, man achtet ja immer darauf, dass man schöne Schuhe hat, sollte auch das Wohnmobil schicke Schuhe haben. Genau. Aber ihr dürft den auch ohne kaufen. So, genau. Ist es jetzt standardmäßig nicht. 17 Zoll Michelin Agilis, auch auf Alu. Ja. Auch schön, aber halt mit 18 Zoll noch ein das Sahnehäubchen. Ich weiß es ja, aber du stehst ja mit dem Fahrzeug auf den Messen, du präsentierst den laufend. Wie lang ist er denn? 7,39 Meter, ja. 2,35 breit, mit Spiegel 2,55, 2,96 an der höchsten Stelle, das ist die eingeklappte Satellitenschüssel. Mhm. Also da bleiben wir ganz knapp unter den 3 Meter. Wichtig auch für viele, ist immer so ein K.O.-Kriterium, genau. Oft. Gell? Dass er auch ins Carport passt. Jetzt arbeiten wir uns mal außen rum, oder? Ja. In was für eine Richtung tendierst du? Gehen wir mal vorne rum, Nebel, Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer. Ja, gut, dass du dabei bist, siehst du mal. Klar, das ist Serie. Jawohl. 165 PS hier auf der Basis vom Citroën. Genau. Ist auch Serie. Also 140 ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir haben uns vorher kurz unterhalten, aber die Tendenz geht Richtung eher 300 PS jetzt gerade. 165 PS, ein gutes Fahrzeug, auch für einen Anhängerbetrieb bis 2 Tonnen. Ja. Wirklich ausreichend motorisiert, standardmäßig 90 Liter Tank, 15 Liter AdBlue. Ich mache euch das auch mal auf, wer das noch nie gesehen haben sollte, können wir mal zugucken hier. Ja, 90 Liter ist ja auch nicht mehr so häufig, viele bauen ja bloß noch 75 Liter ein, aber für Streckenfahrer ist es halt angenehm, ein bisschen weniger tanken, genau, zu müssen oder an der Tankstelle Zeit verbringen zu müssen. Große Reserve, wenn man mal nach Skandinavien fährt oder wo die Tankstellen nicht so stark gesät sind. Rundrum GFK, Dach, Wand, Boden. Heutzutage klopft man in der Branche nicht mehr auf Holz, sondern auf GFK. Wichtiges Argument, Dichtigkeitsgarantie. Ich höre es schon bei den Zuschauern. 5 Jahre Dichtheitsgarantie auf das Fahrzeug. Voraussetzung ist nach 6 Monaten die erste Dichtheitsprüfung und dann alle 12 Monate. Okay, in so einem Abstand plus minus 4 Wochen plus, um den, genau, Termin rum macht man das in ganz der Regel, genau, aus. Wer dann länger braucht, sollte sich vorher melden, aus irgendwelchen Gründen, weil er... Nach Absprache, selbstverständlich. Gerade in Afrika ist mit seinem Thierry, oder? Genau. Das kann passieren. Hier auch schön lackiert, gell? Schön abgestimmt, passt doch dazu. Wir haben jetzt die Sitze noch nicht gedreht, die Fahrposition, das machen wir dann in die Wohnposition, das machen wir dann drinnen. Ich mache auch noch im Nachlauf nach diesem Video ein Übergabevideo, wo ich das Fahrzeug ausführlich dann nochmal erkläre, wie geht man mit was um. Also könnt ihr da auch nochmal gucken. Wir haben hier was Tolles, ich weiß es, aber das ist die Hinterachsluftfederung.
Zusatzluftfederung in dem Fahrzeug, standardmäßig verbaut in dem 50 Jahre Uwe-Gante-Paket. Ganz tolles Fahrgefühl, kaum noch Seitenwindempfindlichkeit, keine Spurhüllenempfindlichkeit. Ja. Also wirklich Fahrgefühl wie ein Pkw. Das Fahrzeug geht mit 3,5 Tonnen noch, wenn man so jetzt nicht überlädt. Wenn man zu zweit unterwegs ist und mit dem Wassertank etwas, sagen wir mal, ausgleichen kann, dann ist es möglich, das Fahrzeug als 3,5 Tonner zu fahren, weil wir halt die Vorteile nutzen wollen, wenn wir ihn als Pkw fahren. Genau, die Vorteile sind ja den meisten bekannt. Aber durch das Luftfahrwerk können wir das Fahrzeug standardmäßig auf 3,850 auflasten. Genau. Wer jetzt einen Motorroller mitnehmen möchte oder ein schweres Schlauchboot mit Außenbordmotor oder so, Taucherausrüstung, dann haben wir die Möglichkeit von Haus aus schon auf 3,850 aufzulasten. Hier gibt es ja auch zwei Varianten. Eine ist Serie verbaut bei euch, weiß ich eben. Das ist die ohne Kompressor. Sprich, da gehe ich dann mit meinem Luftprüfgerät an der Tanke zu Hause mit meinem Kompressor oder sonst was hin und kann über die zwei Ventile auffüllen. Genau. Oder man baut sich den Kompressor gegen einen kleinen Aufpreis dazu. Der Kompressor ist selbstverständlich nachrüstbar oder von Anfang an mitbestellbar. Dann hat man halt die Deluxe-Version, um das Fahrzeug eventuell auf dem Stellplatz auch mal hinten etwas aufzublasen, genau, oder auch abzulassen. Ja, das kann man dann sogar während der Fahrt einfach ein bisschen einjustieren, je nach Gefühl. Aber das könnt ihr selber entscheiden. Möglichkeiten sind genug da. Ich sehe auch schon mal das schöne Lederlenkrad. Jawohl, Leder. Teil-Lederlenkrad, wenn man es ganz genau nimmt. Aber die Haptik macht schon was aus. Dieses Transporter-Ding in der Hand hat, kommt nicht so das Urlaubsgefühl auf. Genau, mit den tollen Chrome-Applikationen. Dann haben wir das tolle Technikpaket mit der Bergabfahrhilfe, Traktionskontrolle, manuelle Klimaanlage standardmäßig, Funkzentralverriegelung auch für die Aufbautür. Ah, ja, okay. Dann haben wir hier in diesem Fahrzeug das CNX 3766, ja, mit 9 Zoll standardmäßig im Fahrzeug verbaut, das 7 Zoll Multimedia. Mit einer ganz, ganz tollen Reisemobilsoftware, ja, mit allen Stellplätzen, Campingplätzen in Europa. Sie können die Länge, Breite, Höhe und Gewicht vom Fahrzeug eingeben, dass man auch da ankommt, wo man hin möchte. Auf der einfachsten Route hingeleitet wird. Da wird man gar nicht erst hier durch Florenz durchgejagt oder ähnliches. Ich empfehle das große Display. Ich empfehle auch die neue Generation von CNX. Ist echt gut. Da kann man überhaupt nicht meckern. Und da kannst du alles abspielen. Hast du USB-Stecker drin für deinen USB-Stick. Du kannst es verbinden mit deinem Handy. Das kennt man. Navisiver, da werden wir mal näher drauf eingehen. Und was auch noch standardmäßig in Multimedia verbaut ist, ist die Twin-Rückfahrkamera. Mhm. Sobald wir den Rückwärtsgang einlegen, haben wir sofort die Kontur der Stoßstange, dass wir sehen, wo wir hinfahren. Ja, während du sprichst, versuche ich es mal. Ich bin einfach mal so frei. Wir fahren das Ganze mal hoch. Dann sieht man das. Ich wollte dich nicht stören, entschuldige. Nein, kein Problem. Dann haben wir auch standardmäßig, also wir können die Weitwinkelperspektive anwählen. Ja. Aber wie gesagt, ohne dass wir jetzt großartig was macht, legt einen Rückwärtsgang ein, dann hatten wir sofort die Kontur der Stoßstange. Schwarzwaldradio in der Nähe von Kassel, auch ganz coole Senderwahl. Wir haben DAB an Bord. Es ist DAB, es ist normal DAB und FM montiert, auch am Dach. Wir schauen da auch nachher noch kurz rauf. Da hat man einiges an Features aufs Dach gelegt. Jawohl. Gemacht, getan, getut. Wunder dich nicht über mich. Ich weiß nicht, ob du meine Videos schon mal gesehen hast, aber... Selbstverständlich. Danke. Hier seht ihr jetzt schon mal einen Teil der Doppelaugenkamera. Das ist jetzt eben die Ausrichtung nach unten zum Einparken. Das siehst du wirklich alles sehr gut. Und dann gibt es nochmal, wenn ich jetzt rausgehe. Kann man jetzt einfach auf den Bildschirm? Genau, da gehen wir auf Cam. Und dann haben wir die weite Alternative, oder? Nee, wenn du oben jetzt auf den Bildschirm tippst, jetzt hast du Cam 2. Jetzt haben wir Cam 2, da sieht man jetzt das Tor, genau. Zweimal drücken hier oder auf den Bildschirm einmal. Ganz genau. Beide Möglichkeiten. Jetzt habe sogar ich kapiert. Danke. Dann haben wir sofort die Möglichkeit, auch mal bei einem Überholvorgang oder sowas mal wirklich zu sehen, was läuft hinter einem. Oder wenn man eine Anhängerkupplung dran hat, dass man mal sieht, was ist auf dem Anhänger los, was ist auf dem Fahrradträger los, Ladungssicherung. Ist noch was los am Anhänger? Genau. Nein, ganz klar. Für mich ein Fahrsicherheitskriterium, ganz wichtig, du hast zwar einen Spiegel, aber du siehst halt nichts. Außer den, der am Rücksitz sitzt, also hinten raussehen, am Stauende, Warnblinker setzen, kommt der LKW oder so. Also wichtige Sache, sind wir uns einig. Schick. Was da vorhin gepiepst hat, ist, der hat einfach nicht genug Sprit, der ist nagelneu. Liebe Leute, ich kenne genau meine Zuschauer, die sagen, was hat denn da gepiepst? Und deswegen erkläre ich es, es war mein Vogel. Ja, jetzt kommen wir schon zum Eingemachten. Ich gehe nochmal zurück. Wir haben ja hier
die schöne Geschichte, die sich jetzt immer mehr durchsetzt. Früher war es das Standard-Remis. Wir haben hier dieses Fächersystem und gehen wir hier ein bisschen runter und schon seht ihr, dass das hier mit Magnet hält. Da oben ist es. Ich bin nochmal Rechtshänder, mit links bin ich ja furchtbar. Siehst du mal, da ist ein Magnet und jetzt habe ich das schön aufgefächert. Nur aufpassen im Sommer oder im Winter, wenn der Wind pfeift, vergesst nicht, die Fenster zu schließen, weil der Wind sonst das immer ein bisschen verknittert. Aber das ist nicht nur ein toller Sichtschutz, es ist auch eine tolle Isolation. Ja. Wir haben ein dickes Aluminium-Wabengewebe mit einer Luftisolation, sowohl im Winter, dass die Wärme von innen nicht nach außen kann, beziehungsweise im Sommer, wenn die Hitze auf die Frontscheibe knallt, ziehen wir einfach nach oben. Wir können, können in jeder Position stehen bleiben. Ja. Mit der Frontscheiben. Das deute ich jetzt mal kurz an. Das und da kann man sehen, was um einen rum geschieht. Ja. Man kann auch rausschauen, es kann einem aber auch niemand mehr auf den Tisch schauen. Richtig. Da kannst du quasi unten ohne rumlaufen. Ich muss immer einen Flaps raushauen, das nutzt nichts. Sitze drehen wir noch, aber ich glaube, da vorne sind wir mal grob durch. Was wir natürlich noch haben, gegen Aufpreis für die Sicherheits- Fanatiker Heos rundum auf Wunsch in allen großen Klappen. Bräuchte ich auch mal meine große Klappe, so ein Heos, Safe, Dings, Bums. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt kommen hier der Strom CEE, das kennt ihr, wenn ihr über den Landstrom versorgt sein wollt. Allerdings muss auch nicht unbedingt sein, weil wir kommen nachher noch zum Thema Autarkie. Der hat 2x100 AGM an Bord mit einem schönen Wechselrichter mit 1800 Watt. Das seid ihr auch autark gut aufgestellt. Oben nochmal 200er Solarpaneele drauf. Aber wir gucken noch. Wasser. Gas. Und da hat der Uwe Gante hier, jetzt, wenn es neu ist, ist alles noch ein bisschen dicker. Doppelt isoliert, guck mal. Habe ich mir gemerkt von deiner Einweisung. Sehr hochwertig alles. Gasfach. Hintereinander 2x11 Kilo mit der Troma Duo Control serienmäßig? Standardmäßig, genau. Mit Gasfilter, und Crashsensor. Genau. Für die offene Fahrt, also für den offenen Gasbetrieb während der Fahrt. So schaut's aus. In Verbindung mit den Hochdruckschläuchen und der Schlauchbruchsicherung können wir die Anlage offen betreiben. Genau. Ganz wichtig im Sommer auch für den Kühlschrank bei heißen Temperaturen, um nochmal während der Fahrt nicht nur über 12 Volt zu fahren, sondern über den Gasbetrieb oder im Winter, wenn einer Bock hat, nochmal zuzuheizen. Weil durch die Zwangsentlüftung kann es natürlich mal ein bisschen kalt reinziehen oder kühler reinziehen. Aber man hat eine Unterstützung. Tja, das kennen wir alle. Eine Truma ist ja echt dicke verbaut hier. Also nicht nur die Kombi 4, sondern ihr habt die Kombi 6 und zwar EH. Sprich also 6 kW Gasheizleistung und 2 kW, 2x1, über Strom. Das ist ordentlich. Also da kannst du auch 9 Meter Leine heizen damit. Um sich den den Sicherungen auf dem Campingplatz anzupassen. Ja. Wenn wir jetzt in den südlichen Ländern haben wir oft 4 oder 6 Ampere Absicherung und dann können wir auch mit einem kW bzw. mit 950 Watt Strom heizen, bzw. auch dann mit 1900 Watt, wenn wir eine 10 oder eine 16 Ampere Absicherung haben. Also heizen ist immer günstiger mit Gas, das wissen wir mittlerweile, weil wenn du irgendwann am Verbraucher hängst am Campingplatz und im Winter mit 2 kW wirst du dem Ganzen nicht Herr werden. Da geht der Stromticker ganz schön schnell. Aber mal schnell heißes Wasser im Sommer oder so? Das ist auch halt, wenn man den Strom auf dem Campingplatz pauschal hat, dann kann man halt reagieren oder kann auch im Mixbetrieb heizen. Das stirbt auch komplett aus mit Strompauschal, die haben es auch erkannt, jetzt mit den Erhöhungen und boah, das ist ein anderes Thema. Die Heizung ist auch toll im Zugriff, hier hinten, da können wir mal einen Blick drauf werfen. Da sitzt sie drin, da kommt es auch schön kuschelig warm raus und da sitzt das Frostschutzventil, die Frost Control von Troma. Jetzt ist natürlich kein Wasser im System drin, deswegen ist der blaue die blaue Flügelmutter oben quergestellt. So gehört sich das im Winter, lässt man kein Auto draußen stehen, wenn es nicht beheizt ist. Aber hier kommt man gut hin an alles. Das Fahrrad ist nicht dabei, oder? Das Fahrrad ist nicht dabei. Schade. Auch der Thule Veloslide ist Standard, optional erhältlich. Da sehen wir jetzt schön unsere 12-Volt-Steckdose, 230-Volt-Steckdose und dass die Garage voll beheizt ist. Genau. Für trockene Klamotten im Winter, wenn man im Winterurlaub unterwegs ist. Trockene, warme Skischuhe. Auch hier wieder Doppeldichtungen rund um, ganz wichtig wegen Kondenswasser. Das läuft dann nämlich sofort hier hoch. 2 vollwertige Dichtungen. Mhm. Da wischt er nämlich auch nicht jeden Tag hin. Ich kenne das Problem, ich habe ja viele Fahrzeuge jetzt bewegt. Dann haben wir natürlich das legendäre Camping-Set. Kostet normal so um die 300. In grün.
erhältlich jetzt bis auf Widerruf, solange Vorrat reicht, für 200 Euro. 190 Euro, genau. Zwei Stühle, ein Tisch, sehr hochwertige, verarbeitet, wirklich ganz tolle Geschichte. Und das ist passt, was Ordentliches. Es passt flach hinten schön an die Rückwand, genau. Nimmt ein wenig Stauraum weg. Zweites Fahrrad noch rein, Grill noch rein, kriegst du alles rein. Genau. Wir haben für die Ladungssicherung haben wir diese Cargo-Schienen unten auf dem Boden und die Fiama Cargo-Straps zur Sicherung der Stühle und ja. Tisch. Also das, liebe Leute, Serie, das extra wegen dem Cargo-Schlitten. Cargo-Straps meinst du jetzt das, aber ich sage jetzt mal hier Fahrradschlitten. Genau. Wir können den von drüben nochmal auslösen und zeigen. Und das ist, wie gesagt, dabei. Was ihr hier seht, die Leiter und diesen Lattenrost, das erklären wir euch im Fahrzeug. Da sind wir dann gleich drin. Und von drüben gibt es noch mehr zu sehen, aber erstmal das Heck. Hier übrigens auch wieder hier aus auf Wunsch. Und das Heck hat man neu gemacht mit LED. Ist hübsch geworden. Sehr hübsch. Da sehen wir jetzt auch unsere zwei Kameras, also die Twin-Kamera. Ja. Die Positionsleuchten, Bremsleuchte, alles auch in LED, also wirklich sehr hochwertig gemacht. Hier sehen wir jetzt auch unsere tolle Anhängerkupplung. Mhm. 2 Tonnen Anhängelast, 100 Kilo Stützlast. Und da steht dann dem Anhänger nichts mehr im Wege. Da kannst du ordentlich was bewegen. Ja, wir machen hier aber auf jeden Fall auch nochmal auf, weil das ist ganz wichtig. Hier haben wir nämlich die Box, kennt nahezu jeder Camper oder der sich dafür interessiert hat. Das ist, gehört zum Basisfahrzeug. Da ist drin der Abschlepphaken, das der Wagenheber und etwas Werkzeug und die Kurbel halt. Die Raddrehkreuz, genau. Wie auch immer man das nennen will, mir fällt der Begriff nie ein. Ich habe 2000 Videos gemacht und mir fällt es immer wieder nie ein, aber es ist immer dabei. So, kurzer Cut, was es bei mir selber gibt, aber der liebe Wieland hat uns gerade diesen tollen Koffer herausgenommen, damit wir euch zeigen können, wie hier der tolle Thule-Fahrradträger für die Heckgarage funktioniert. Magst du uns das mal zeigen, weil ich bin ja so beschäftigt mit der Kamera halten. Ich bin ganz nah dabei. Perfekt. Ich weise nochmal darauf hin, das Fahrrad ist nicht Serie. Und auch der Veloslide ist nicht Serie, ist optional, aber richtig. Passt ganz toll zu der riesen Heckgarage. Eben. Man kann schön hier in der schönen Höhe, kann man das Fahrrad schön verstauen, absichern und mit einem Handgriff können wir es wie eine Schublade, können wir es schön... Genau. Und das ist ja jetzt, weiß Gott, kein kleines Fahrrad. Ihr seht also auch die beiden Garagentüren, die beide gleich groß sind. Da habt ihr wirklich Platz für alles aus dem Hochrad vielleicht. Mountainbikes bis 29 Zoll, kein Problem. Beim Holland-Fahrrad, wenn wir einen gebogenen Lenker haben, dann können wir ein Problem haben. Da müssten wir aber dann halt den Lenker etwas nach unten klappen. Ja, das ist aber ja ansonsten können wir es halt so schön einstellen, dass das Rad unten über die Kante drüber geht und der Lenker dann halt schön nach oben rausgeht. Mit so einem Fahrradträger verkratzt du auch nichts, der geht sauber raus, da ist man nicht da am Reinhampeln, in der Garage irgendwas verzurren oder kontern, ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Das habe ich schon gelernt bei dir, das ist wieder Serie. Diese tolle Lichtleiste, wenn ihr hier vollflächige Garagenbeleuchtung wollt, kostet ein paar Euro extra. Genau. Aber ist ein ganz tolles Feature auch, man sieht ja jetzt auch, wie hell die Garage ist. Ja. Also wirklich... Das ist auch so ein Feature, das hast du mir erklärt mit den Einkäufen, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ich habe jetzt eher gedacht, der Fifi hinten, weißt du, in der Garage mit der Box und dann mal durchlaufen, aber es ist natürlich praktisch. Ihr kommt mit eurem Einkaufswagen hier angefahren, stellt eure Getränke hin, Lebensmittel, was auch immer, und könnt die nach innen entnehmen. Wir können sowohl die Lattenroste hochklappen, können auch wenn, dann auch durch die Tür entladen. Genau, da habt ihr das Türchen, zeigt mal von innen natürlich noch, und dann hast du deine Getränke drin oder was weiß ich. Genau, wir müssen nicht ums Fahrzeug rum, wenn wir mal eine Flasche Wasser holen wollen oder sowas. Also wirklich ein tolles Feature. Garage haben wir soweit mal besprochen. Außendusche hängt ja drin, das haben wir gezeigt. Habt ihr gesehen, HeroSafe natürlich auch wieder wie an allen größeren und wichtigen Klappen. So, die Felgen, die haben wir schon ausreichend besprochen. Ich muss jedes Mal wieder hingucken, weil die wirklich hübscher sind. Sog, eine Sache für sich. Die meisten rüsten ihr Fahrzeug mittlerweile mit einer Sog aus. Extra oder? Der Sog ist optional, also kann man dann für kleines Geld kann man den Sog dann dazu bekommen. Kein Vernünftige Problem. Geschichte. Hier haben wir jetzt die Variante mit Aktivkohlefilter. Optional hätten wir auch die Möglichkeit über Dachentlüftung. Mhm. Genau, gibt es auch noch. Genau. Wow, der Mann kennt sich aus. So. Endlich mal ein Profi hier neben der Kamera. Wir haben einen schönen Anschluss für... Die Außendusche. Richtig, da kann sogar ich nichts falsch machen, weil ein Symbol drauf ist. Praktisch. Außendusche für Hund, Mann, Weib oder sonstiges.
Eben nach dem Spaziergang mal schnell die Füße abwaschen, den Hund abwaschen, die Fahrräder, bevor wir sie wieder in die Heckgarage tun. Also wirklich eine tolle Sache. Übrigens, wundert mich, ist nicht überall, meistens ist gar nichts drin oder ein kleines Fenster, das ist das Badfenster und das ist richtig groß. Richtig großes Fenster in Milchglasausführung, dass wir halt trotzdem die Möglichkeit haben zum Lüften, genau, zum Öffnen, aber genau, halt Sichtschutz. Ja. Auch das Querlüften nach dem Duschen dann. Ich weise da immer darauf hin, weil Feuchtigkeit ist des Wohnmobils tot, also immer gleich. Aber wir haben auch in der Dusche noch ein schönes Dachfenster. Richtig, da. Aber dann kann ich dieses Querlüften herstellen. Dann haben wir eine tolle Markise. Ich bin jetzt nicht der Längenmensch. Ich weiß nur, dass ich 2 Meter groß bin. Wie lang ist denn die? 4,50 standardmäßig beim 37er. Aha. Dann haben wir 2,50 Meter Auslage. Hier sehen wir jetzt die tolle LED-Beleuchtung über die volle Länge. Das ist auch eine Option. Standardmäßig immer die 60 cm Schiene über der Eingangstür. Ja, dieses, jenes, welches. Sollen wir jetzt zuerst dem schönen Wagen noch aufs Dach steigen, kurzen Blick machen, oder machen wir erst innen und gehen wir dann aufs Dach? Komm, wir haben die Leiter schon daneben hingestellt. Ich will euch unbedingt einen Blick aufs Dach geben, damit ihr auch seht, wie sauber die Anlagen am Dach verlegt sind. Und wir haben eine kleine Leiter, aber dafür einen großen Tobi. Ich hoffe, ich schaffe das. Und der Wieland wird mich ja auch nicht runterfallen lassen. Das wäre jetzt nicht so gut fürs Video, aber ich habe den langen Arm der Camper. Und schon bin ich oben. Und jetzt guck mal, die Dometic, die wir sehen, ist auch nicht Serie, aber Option. Das ist die 2.2er. Das ist die 2.200er, jawohl. Das ist schön verbaut hier oben. Also ich bin schon auf einigen Dächern gewesen, habe einige Dächer gesehen, aber da hinten sehen wir die 2 Solarpaneele. A100 Watt ist Serie jetzt eins dabei und das zweite dann noch zusätzlich? Von alten haben wir dieses 100 Watt ein Panel, standardmäßig, ja, ein Paket mit dabei. Optional ein zweites oder ein drittes ist kein Thema. Aber Tobi, du hast eben die Klimaanlage angesprochen. Ja. Alternativ zur Klimaanlage haben wir auch noch die Möglichkeiten, Fiamma Turbowind einzubauen. Stimmt, wird auch immer gern gekauft. Da haben wir halt die Option, dass wir auch, wenn wir keinen Landstromanschluss haben, dass wir dann auch über 12 Volt bzw. über unsere Solaranlage das Fahrzeug mal in einem bestimmten Rahmen, ja, belüften können im Sommer. Ja. Ganz tolle Sache, wenn wir zum Beispiel einen Hund im Fahrzeug haben oder so, dass man auch mal abends 2 Stunden mal zum Essen weggehen kann oder mal eine Fahrradtour machen kann. Richtig. Und kann mit ruhigem Gewissen den Hund im Auto lassen. Ich habe eine Zirkulation im Auto und die kann sowohl reinpusten als auch rausblasen. Das Schöne bei der CP Plus ist ja, wir können hier auch dann noch kühle Luft unten über unsere Düsen einblasen und können, ja, dann die warme Luft oben unter der Decke absaugen. Ah ja, okay. Ist natürlich auch wieder gut wegen der Feuchtigkeitsentwicklung. Wenn ich jetzt duschen gehe, schadet die Klimaanlage auch nicht. Viele meinen ja, Klimaanlage habe ich jetzt nur wegen Kühlung im Sommer. Nee. Die entfeuchtet natürlich auch toll. Aber man muss sich halt im Klaren sein, dass wir immer einen Landstromanschluss brauchen. Das ist wohl wahr. Ansonsten, ja, über Riesenbordbatterien könnte man das, aber das ist dann nur peripher und sehr, sehr kurzfristig. Ganz genau. Dann sehe ich da drüben eine tolle Geschichte. Da ist jetzt die Antenne verbaut. Jawohl. Da kannst du uns auch noch was erzählen dazu. Da. Uiuiuiui, jetzt hat sich mein Gimbal hier. Aber der Tobi baut ja immer schon eine Panne ein, weil sonst wäre er nicht herrlich unperfekt. Entschuldigung, jetzt sind wir wieder da. Ja, wir haben hier eine tolle Dachantenne aus dem Hause Blankenburg. Ein ganz toller Ausrüster und da haben wir uns auch viele Gedanken drum gemacht. Da haben wir auch die Grundplatten für entwickelt, dass wir da eine ganz tolle Antenne haben für GPS, UKW und DAB. Ja. Also das ist wirklich Premium High-End. Bewährt sich das da oben zu machen, weil wir wissen es ja beide aus der Vergangenheit mit den Spiegelantennen und dem Empfangsbereich. Und das war ja immer so ein bisschen Zauberei. Aber so sind die Empfangsprobleme ein für alle Mal. Fujikato, wer möchte, rüstet natürlich noch auf mit zum Beispiel hier Verstärkersignal für WLAN, was halt zurzeit in ist, LTE-Booster. Ganz genau. Das habt ihr ja alles hier. Die Option haben wir auch aus dem Hause Blankenburg, dann, dass wir da die Möglichkeit haben, Internet- bzw. WLAN-Signal. So eine schöne Dachkante hinten. Ich schaue das immer an wegen der Topfkante. Weil das ist ja so ein Thema, wenn du da schläfst und es regnet. Es gibt Fahrzeuge, da hörst du dann immer unrhythmisches Regentropfen. Manche werden da wahnsinnig. Ich kenne jemanden, der hat sein Auto mal verkauft, weil das Wasser keinen Lauf gefunden hat. Ja, dann hat das von oben runter geplätschert und du hörst dann im Auto, da wirst du madig, wenn du sensibel bist. Mich kannst du ja auf dem Rasthof stellen, neben LKWs, mir ist das Wurst. Aber hier hat man sich Gedanken gemacht, dass das Wasser abfließen kann und keine Kleinigkeiten, oder?